Naja, ich merke dann, für mich ist noch ein anderes großes Geschenk, was ich erst schon im Älterwerden realisiert habe, dass ich viele Gaben mitbekommen habe, glaube ich. Dass alles Unangenehme oder Schlechte oder Schlimme, was mir auch widerfahren ist im Leben, dass es immer auch den Impuls ausgelöst hat, damit etwas Kreatives zu machen, was Schöpferisches zu machen und was Schönes zu machen. Und das ist, glaube ich, was man sich nicht selber einfach ausdenken kann. Man kann das befördern, aber es ist was ich glaube ich mitbekommen habe. Und das hat mir immer sehr geholfen, Dinge zu verarbeiten, die geschehen sind, Gewalt zu verarbeiten, die ich erlebt habe, Unsicherheiten zu bearbeiten und das Gefühl zu haben, ich bin unterwegs irgendwohin. Und das Gefühl zu haben, das ist ein Weg, der immer weitergeht. Und das ist vielleicht was. Der Weg ist das Ziel, kann man sagen, oder? Ja, das sagt man heute jetzt so, der Weg ist das Ziel. Ich habe neulich auf einer meiner Ausstellungsreisen den Koffer einer Frau fotografiert, nachdem ich sie gefragt habe, darf ich das machen? Da stand, das Ziel ist im Weg. Und Okay. das fand ich auch sehr lustig. Ja, man sagt es so, da steckt auch Weisheit drin, aber man könnte das so sagen. Ich würde heute eher sagen, es ist für mich wichtig, in möglichst jedem Moment mit Bewusstsein und Bewusstheit anwesend zu sein. Und solange man am Leben ist, bewegt sich dann von alleine was weiter. Eigentlich ist es so. Ich dachte früher schon, ich müsste auf dem Weg zum Ziel sein. Das hat sich sehr verändert. Aber je weiter meine eigene innere Welt geworden ist, desto weniger Druck empfinde ich, irgendwo hin zu müssen. Mit diesem "Der Weg ist das Ziel" habe ich lange Zeit immer so das Problem gehabt, dass das so klang, als wäre ein Ziel nicht wichtig. Für mich klang das so. Und inzwischen sind das eigentlich alles nur noch Wörter. Das, was mir wichtig ist, ist dass ich das, was ich tue, gern tue. Und dass ich mich nicht allein sehe in der Welt, sondern das ist als philosophischer Gedanke zu schwierig zu formulieren. Ich habe immer Projekte gemacht, politische und künstlerische und wenn es ging zusammen, künstlerisch und politisch, die als Hauptaussage hatten, ich möchte die Welt, in der ich leben möchte, sieht so aus, dass möglichst alle Menschen sich darin wohlfühlen können. Das würde jetzt natürlich jeder eigentlich unterschreiben, das stimmt aber nicht, wie wir wissen.